Ja, warum fallen Sie denn die Aktienmärkte? Das ist ja eigentlich nicht vorgesehen im Plan. Wir haben doch die Notenbanken, die alles auffangen. Wir haben den Impfstoff, der alles heilen wird. Wir haben doch eigentlich die beste aller Welten. Und da ist ein Fall von Aktienmärkten eigentlich nicht vorgesehen. Heute geht es mal kurzfristig, meine Damen und Herren, nur sehr kurzfristig nach unten. Dafür gibt es einige Gründe, die wir uns in diesem Video mal anschauen wollen und mit einem kleinen Ausblick würzen auf die nächste Woche. Schauen wir uns zunächst mal an, was vielleicht so ein bisschen hier das Thema ist, warum man so ein bisschen an der Wall Street, aber auch beim DAX heute ein Stück weit nervöser geworden ist. Wir sehen jetzt erste Zweifel daran, ob Joe Biden wirklich so wahnsinnig viel von diesem Stimuluspaket, das er ja in der Nacht auf den heutigen Freitag vorgestellt hat, wirklich wird umsetzen können. Da sind viele Geschichten dabei, da braucht man eigentlich 60 von 100 Stimmen im US-Senat. Da müssten die Demokraten jetzt was drehen, damit sie eine einfache Mehrheit oder damit eine einfache Mehrheit reichen würde für die Verabschiedung der weitreichenden Pläne. Und diese Pläne, wenn wir uns das mal anschauen, würden die USA dann in Sachen fiskalischer Politik, fiskalischem Stimulus zur Nummer 1 machen, damit Japan und Australien überholen. Hier sehen wir mal eine Tabelle, wie viel des BIPs hier reinfließen würde. Und hier sehen wir, wenn also das sich umsetzen würde oder was da umgesetzt wird und teilweise ja schon beschlossen ist, das wäre dann fast ein Viertel des US-BIPs, was hier an Stimulus mal eben reingepumpt wird. Nicht schlecht. Wenn die Corona-Geschichte jetzt nicht schnell vorbeigeht, dann machen wir vielleicht nächstes Jahr vielleicht besser 50%, die Hälfte. Warum auch nicht? Wir haben ja die Notenbanken, die können das ja jederzeit wegdrucken. Und wir haben dann als zweiten Grund vielleicht heute die Aussage von Pfizer, ja, mit dem Vakzin für die EU, das wird ein bisschen schwieriger. Da werden wir jetzt Ende Januar, Anfang Februar erstmal viel weniger liefern können als zunächst gedacht. Das hat vor allem den DAX nach unten gedrückt, die europäischen Aktien nach unten gedrückt. Das hat auch den Euro-Dollar nach unten gedrückt, also den Euro geschwächt. Bedeutet ja faktisch, dass diese ganze Erholung, die ja schon längst irgendwie eingepreist ist, der Wirtschaft sich weiter nach hinten verschieben würde. Das ist zumindest die Logik der Märkte. Wir stehen ja jetzt wahrscheinlich vor einem nochmal verschärften Lockdown, nicht nur in Deutschland. Das macht übrigens auch die Schweiz ab Montag ein deutliches Anziehen der Daumenschrauben. Also es ist nicht nur Deutschland, sondern es sind ja praktisch alle Länder in Europa. Und die Kernfrage wird sein, wird das auch in den USA stärker werden mit diesen Lockdowns aufgrund der Sorgen um die deutlich infektiösere Mutation. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich ein Punkt ist, der hier ein bisschen reingehauen hat, aber so oder so, wenn wir jetzt noch eine Verschärfung des Lockdowns kriegen und das vielleicht bis Ostern mindestens dauern wird, lass uns das mal nicht hoffen, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dann würde das bedeuten, dass die ganzen Prognosen der tollen Erholung in 2021 erstmal direkt in die Mülltonne wandern könnten und vielleicht müssen die Aktienmärkte das mal ein bisschen realisieren. Hier sehen wir mal den S&P Future. Und hier sehen wir Paul, der es immer wieder geschafft hat, oder waren es die Algorithmen, keine Ahnung, bei 3.775 Punkten im S&P Future immer so einen Boden zu bilden. Heute sind wir mal durchgerannt, mal sehen, wie es dann weitergeht. Heute ja der kleine Verfall in den USA, wo Optionen verfallen. Und die Optionen sind so ein Thema, auf das ich gleich nochmal komme, denn das wird immer wichtiger. Jedenfalls sehen wir heute, dass auch die Energiepreise fallen. Das hat auch zu tun mit doch teilweise jetzt verschärften Maßnahmen auch wieder in China. Da sind ja doch deutlich jetzt gehäuftere Fälle wieder aufgetreten von Corona. Die chinesischen Behörden reagieren. Jetzt sagt man sich, oh, nicht so gut für Energie, denn das wird den Energieverbrauch jetzt perspektivisch, wenn diese Lockdowns weitergehen, doch ein bisschen dämpfen. Energie war mit der Treiber der Rallye an den Aktienmärkten, aber vor allem der Treiber der Rallye bei dem Nebenwerteindex Russell 2000. Der vielleicht auch reagiert darauf, dass Joe Biden ja gestern einen Mindestlohn von $15 vorgeschlagen hat. Und das wäre für viele Firmen, gerade eben kleinere Firmen, vielleicht nicht so toll. Das würde deren Kosten erhöhen, damit deren Margen mindestens senken. Hier die fast die Hälfte der Russell 2000 Unternehmen macht ja Verlust, da guckt aber keiner so genau hin. Der Index jetzt nur noch 38% über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Absoluter Weltrekord. Dann Aussagen hier von Goldman Sachs, die sagen, ja, wir denken, dass jetzt also die Stimulusgeschichte schon besser sein wird. Vielleicht 1,1 Billionen oder 1,1 Billionen, wie heißt das? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Biden will ja 1,9. Wenn du da jetzt fast 800 Milliarden nochmal wegstreichst, also fast nur noch die Hälfte dann übrig bleibt,
Und dann wäre das schon ein kleiner Schlag ins Kontor. Aber das hindert JP Morgan, die heute gute Zahlen vorgelegt haben, allerdings die Kreditrückstellungen diesmal deutlich erhöht haben, hindert nicht daran zu sagen, dass wir also das beste Jahr 2021 wird das beste Jahr, was die Wirtschaft betrifft, seit zwei Jahrzehnten. Was war vor zwei Jahrzehnten? Da war Finanzkrise war da nicht so lange her, da war New Economy Bubble. Ja, also es gibt ja durchaus Parallelen derzeit zur New Economy Bubble. Und dann zeigt sich eben auch in den USA, die Wirtschaft schwächt sich ab. Wir haben heute die Einzelhandelsumsätze, minus 0,7%, schwächer als erwartet, aber vor allem die sogenannte Control Group, also der Teil, der in das BIP direkt reinfließt, in die BIP-Berechnung, der Amerikaners mit minus 2,1% deutlich schlechter als erwartet. Das wird dann schon mal vor allem, da die Zahlen ja aus dem Dezember stammen, dann nochmal das BIP im vierten Quartal ein bisschen verhageln. Und hier sehen wir auch, wie es mit der Wirtschaft in den USA aussieht. Recovery Tracker, also wie ist denn die Erholung? Wir sehen, das ist runtergegangen. Klar, erste Corona-Welle, dann hat es sich erholt, aber jetzt sind wir wieder so dabei, so ein bisschen abzukippen. Und das war ja eigentlich auch nicht vorgesehen so richtig, zumindest nicht von JP Morgan. Hier sehen wir dann mal, was das für die Unternehmen bedeutet, zumindest was derzeit angenommen wird, was eigentlich die Unternehmen so an Zahlen vorlegen werden. Hier Gewinn pro Aktie, Earnings per Share. Dunkelblau sehen Sie hier die Erwartung für das vierte Quartal. Damit liegen wir, wenn Sie da mal genau hinschauen, nach wie vor unter dem dritten Quartal. Das heißt, wir haben eigentlich eine Verschlechterung im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Quartal erlebt. Und hier dann die Projektionen eben für erstes Quartal 21, zweites Quartal und drittes Quartal 21 geht immer weiter nach oben, ist klar, weil wird ja immer besser. Und das ist halt die Frage, ob das wirklich so eintritt oder ob da die Märkte sich doch ein bisschen viel vormachen und zu optimistisch sind, was diese Wirtschaftserholung betrifft. Gelddrucken allein schafft keine Wirtschaftserholung. Das ist vielleicht einer der Punkte, die so ein bisschen verdrängt werden. Gleichwohl gibt es immense Spekulationen. Wir hatten gestern zum Beispiel die zweithöchsten Call-Optionskäufe ever. Und wir haben ja Rekorde jetzt in letzter Zeit eingestellt. Wie gesagt, heute ja kleiner Verfall dieser Optionen. Und wir haben diesen Hype vor allem bei Penny Stocks. Wir sehen, dass alleine im Dezember OTC, also over the counter, nicht direkt über die Börsen, sondern eben praktisch so, wie soll man sagen, over the counter halt, ne? Was anderes fällt mir da nicht ein, wurden 1 Billion Aktien gehandelt. Das ist das 50-fache dessen, zumindest nominal, was jetzt die Aktienzahl betrifft, als das, was an der Nasdaq-Börse gehandelt wird. Okay, die Werte sind ja meistens günstiger, weil Penny Stocks, aber dennoch, das ist ein immenser Rekord, den wir hier sehen, und wir sehen auch, dass eben es vor allem diese Retail-Favorites sind, also die Aktien, die geliebt werden von den Privatinvestoren, von denjenigen, die gerne ihre Stimulus-Schecks hier investieren an den Märkten. Hier sehen wir, die sind seit März um über 200% gestiegen, während der S&P 500 deutlich weniger gestiegen ist, nämlich nur 17,5%. Also es sind diese anderen Werte, die gestiegen sind, NIO, Tesla, Sie kennen das, was da gehypt wird, Plug Power, keine Ahnung, ja, Ballot Power, also diese ganzen ganz tollen Werte und vielleicht auch schon ein bisschen Nervosität, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, warum heute, naja, die Aktienmärkte so ein bisschen Schwierigkeiten haben, in Richtung dessen, was nächste Woche mit der Amtseinführung von Biden zu erwarten ist. Hier sagt das FBI, dass wir Kenntnis gewonnen haben, dass die Leute, die da in das Kapitol eingedrungen sind, zumindest ein Teil davon durchaus vorhatten, hier gewählte Offizielle als Geiseln zu nehmen oder gar zu töten. Und man sieht vor allem in Online-Foren, da braut sich was zusammen, da ist offenkundig durchaus was zu erwarten für nächste Woche, wenngleich Washington wahrscheinlich weitgehend so stark beschützt werden wird, die Behörden werden nicht nochmal solche Bilder wollen wie bei der Erstürmung des Kapitols, dass aber möglicherweise die Dinge dann woanders stattfinden. Also das wird vielleicht das Hauptevent dann in der nächsten Woche. Kommt es da zu massiven Ausschreitungen und vor allem würde die Wall Street wieder so entspannt reagieren als zu der Zeit, als mal eben das Parlament gestürmt wurde. Da war man ja relativ entspannt. Ich hoffe, Sie sind auch entspannt, meine Damen und Herren. Würde mich freuen, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Ich verabschiede
verabschiede mich jetzt ins Wochenende und wünsche Ihnen das Allerbeste. Servus und ciao.